Moin moin, hier ist der Zap und weiter geht's in Fortnite Rette die Welt mit Vorstoß in den Sturm, die Vorgruppe. Und da sind wir bei der Mission Letzte bekannte Position. Beim letzten Mal haben wir mit Lars über seinen Kumpel Carlos von der Band Steel Wool gesprochen und irgendwie hörte sich das an, als wenn Lars eigentlich gern die Band wieder aufleben lassen würde, zumal ja die Musik gut gegen Höhlen ist. Und deswegen suchen wir jetzt nach Carlos letzter Position. Lars will nicht, dass wir nach Carlos suchen, spielen wir einfach mal die Unbeteiligten und suchen Dächer nach Carlos Forschungsausrüstung ab, suche am besten in Stadt, Vorstadt, Industriezonen. Das machen wir jetzt. Und dazu gehen wir hier in die Stadt mit Lagern auf ihn. Bei mir ist Shenaira und zwei Randoms. Schauen wir mal. Ich werde mich am Anfang von den Lagern fernhalten und erstmal nur meine Questdinger sammeln. Im Eilverfahren, hoffe ich. Um dann hinterher bei den härteren Lagern richtig mit einzusteigen. So, ich sehe da schon das erste Lager. Aber ich sehe hier auch. Ich habe ein wenig in Lars Sachen gestöbert. Und ich glaube, ich weiß, wo Carlos gearbeitet hat, bevor er in die Wüste gegangen ist. Sehen wir uns das mal an. Vielleicht erfahren wir, wo er ist. Da ist ein Gerät, auf die Forschung zu greifen. Ausrüstung, die Lars verwendet. Und sie läuft noch. Das könnte Carlos' Arbeit sein. Oh, eine Nachricht. Hier gelassen, um mich aufzuspüren. Knopf nicht anfassen. Wenn ich wüsste, wo er ist, hätte ich ihn sicher schon gedrückt. Glück gehabt, Nachricht. Hier ist die gleich die zweite. Na bitte. Leite die Gegner aus, um das Lager zu räumen. Von Carlos Forschungsanlagen gefunden. Und er ist nicht hier. Dafür aber eine Nachricht. Ich überstehe das vielleicht nicht, Lars, aber eines musst du wissen. Flöten sind kein Hardrock. Oh, Lars steht hier auf der falschen Seite. Flöten sind Prog. Bestenfalls. So, offensichtlich ist Carlos noch am Leben. Auf zum nächsten. Das nächste Lager könnte und schreibt komische Nachrichten über Flötenmusik. Hier haben wir Nummer 3. Dieses hier. Schalte es aus. Schalte diese Höhlen aus. Sehr gut. Noch mehr von Carlos Forschungsausrüstung. Noch eine Nachricht. Astralobjekt B375 zeigt abweichendes Verhalten. Abweichend? Wie gemein. Super, Kommandant. Bleib ihm auf der Spur. Ist ein Imitator gemacht. Das ist auch nicht immer ganz gut. Wir. Weiter geht's. Die Lager werden immer stärker. Bereite dich besser gut vor. So. Na bitte. Jetzt nicht. Kämpft. Gucken. Da in die Richtung haben wir noch ein Gerät. Ich muss mich beeilen, dass ich dann bei den Lagern helfen kann. Da oben sehe ich es schon auf dem Dach, da links. Nummer 4. Ich glaube, das ist die letzte Nachricht. Die Fährte ist kalt. Carlos sagt, Riesenglück, Riesensturm. Kein Zurück, Flucht nach vorn. Hier ist nicht alles beim Besten, daher fliehe ich nach Südwesten. Ach, Musiker, immer einen Song im Herzen. Sehr poetisch. Da sehe ich die fünfte Ausrüstung. Du bist erledigt, Lager. Das nächste sieht hart aus. Du schaffst das. Hüpf ich hier einfach mal runter. Noch eine Nachricht. Zu viel Lichtverschmutzung. Wäre toll, wenn mal jemand alle Lichter ausschalten würde. Ich habe gute und schlechte Nachrichten, Vergangenheits-Carlos. So, und hier ist dann auch gleich das aktive Lager im Nordosten. Weiter so. Jetzt haben wir mal angestopft. Jetzt wird's feurig! Holen wir uns diesen Zermalmer! Was würde ich mir eigentlich lieber sehen?
Laseraugen-Typen da oben holen. Das wird dir nicht gefallen. Du hast noch 15 Minuten, um die Mission abzuschließen. So, mehr Laseraugen. Auge, aber vor lauter Nebel kann man es gar nicht sehen. Folge! Unglaublich! Sieh dich vor, Kommandant! Da kommt noch mehr! So. Hab das nächste. Überprüfe deine Karte. Bisschen Entladung hier hoch. Da drüben ist das nächste Lager. Gut, dass ich Shenaira habe, weil ich glaube, die anderen Typen hier, die hauen neben dem Lager die Autos kaputt, aber kümmern sich nicht um das Hauptziel. Das sind immer die besten Mitspieler. Gute Gelegenheit, um auf meiner Blockliste zu landen. Ja, und jetzt baut er sich aus dem Lager schnell aufs Dach, damit er ja nicht kämpfen muss. Was ein Depp. Aufgespürt, zerstört, unterjocht. Gleich hier nebenan ist das nächste Lager auf jeden Fall. Hab eins, überprüfe deine Karte. Ja, das war sogar eine Industriebaustelle, die ich noch für meine Daily brauchte. Ich habe am Anfang die Lager auch nicht mitgemacht. Aber ich bin nicht mitten durchgelaufen und habe sie ignoriert. Wenn du weiter Druck machst, kriegen wir die Zone geräumt. Ach, im Südwesten ist das nächste. Da ist der vierte Spieler, der kämpft sogar ein bisschen mit. Sieht zumindest danach aus. Sie hängen schon in den Seilen. Lass jetzt nicht locker. So, mal gucken. Da, im Osten. Nobby Ruchatz ist sogar auch wieder da, das ist schön. Das vielleicht auch so gehandhabt wie ich. Er ist seine Quest schnell fertig gemacht. Und dann bei den schwereren Lagern mit einsteigen. Das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Methode. Unmöglich.
So, im Nordwesten geht's weiter. Noch 10 Minuten. Zieh es durch. Nö. Das ist es. Viel Glück. Bisschen unübersichtlich hier die Ecke gerade. So, Lager erledigt. Die Zone ist frei. Geht leider nicht. Kannst du mal helfen? Du hast noch etwas Zeit übrig. Warum suchst du nicht nach Ressourcen? Dann haben wir sogar noch 9 Minuten Zeit zum Farmen. Nein. Unmöglich. Guck ich mal kurz, was habe ich denn noch für Aufträge bei den Danes? Ich muss noch Höhlen umbringen und Industriebaustellen erkunden. Das sind Ziele, die sich so mehr oder weniger nebenbei erledigen. Dann werde ich, glaube ich, mich mal auf Parkuhren stürzen. Das ist immer eine gute Beschäftigung in der Stadt. Genauso wie Hydranten. Da kommen auch immer Schrauben raus. Und geht viel schneller als Autos zu hacken. So, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das mit Lars und Carlos weiterentwickelt. Oh, da war ein Malachit drin, das ist schön. Ob wir es schaffen, die alte Band wieder zusammenzukriegen. Der arme Lars kann ja auch nicht immer nur mit seinem Bus am Himmel rumschweben und gar keinen Spaß haben. Wobei, wie es sich anhörte, ist sein Kumpel Carlos ja auch ein Forscher und er wollte mehr forschen als Lars. Wenn wir den denn finden sollten, ist das vielleicht auch eine gute Bereicherung für das Team, um den Sturm zu bekämpfen. Platz hier leer. Jetzt bin ich doch bei Autos gelandet, aber wo ich gerade da bin, nehmen wir den mal auseinander hier. Einer sein Metall nicht aufgegessen. Morgen schlechtes Wetter. Jetzt sind noch mehr Parkuhren. Mal beigehen und mal Fallen auf Vorrat craften. Das ist, denke ich, mittlerweile die beste Möglichkeit, sein Inventory wieder leerer zu kriegen. Wenn ich mal nebenbei schon mit anfangen.
Da muss ich übrigens erstmal Platz machen. So, ich habe mir nämlich ein neues Lieblingsding. Da habe ich eine schöne neue Bodengriller-Falle mit zweimal Nachladegeschwindigkeit und 28% Crit-Chance. Da verspreche ich mir eine Menge Effekt von. Kann ich ja mal nebenbei einen Batzen von bauen. Und die Schrauben, die ich hier aus den Parkuhren haue, gleich in Fallen umwandeln. Da sich Fallen ja jetzt auch auf 200 stapeln, kann man da echt die Schrauben ziemlich gut komprimieren. Schmeißen, weil ich habe auch 2500 Schrauben in der Tasche gehabt. Das nimmt natürlich eine Menge Platz weg. Wenn man das allerdings in 200 Fallen umwandelt, ist es nur noch ein Slot. Und irgendwann braucht man die Fallen sowieso. Positiver Nebeneffekt bei der Sache ist, wenn man so nonstop Fallen craftet, das ist auch ein ganz guter Trick, wenn ihr mal rechts schaut, gibt das eine Menge Punkte auf dem Fortschrittsbalken von dem Gerätebonus, wodurch man dann für die ganze Mission mehr Erfahrungspunkte kriegt. Gleich noch mal ein paar anschmeißen. Man kann ja jetzt 20 Aufträge einreihen. So, da sind auch noch Parkuhren. Den Gerätebonus nehme ich jetzt auch schon auf Platin. Für geht nicht. Das gibt auf jeden Fall einen guten Punkteschub nochmal extra. Geht leider nicht. Da lobbert irgendwas auf mich. Nicht viel. Noch ein bisschen Speck und Kram aus den Beuteln hier rausholen. Und dann blende ich hier auch langsam mal aus. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Vorschläge, Ideen habt, ist ja die Kommentarbox unterm Video ist eröffnet. Und schaut euch mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr allerlei Informationen zum Spiel oder auch, wie ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr zum Beispiel mal was einkaufen wollt. Oder auch Links zu meinen Social Media Accounts. Dann verabschiede ich mich. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Zapp.